Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, heute hier bei LS22 Neighbors, dem RP-Projekt im Farming Simulator. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder zum Obstmanne gekommen seid. Und ich fahre jetzt gerade mal schnell nur noch zum Oscar, weil der hat gesagt, wir dürfen uns an seinen Maschinen bedienen. Und das mache ich jetzt. Ich hole mir jetzt eine bisschen Gülletechnik mal schnell rauf. Und ein kleines bisschen Gärrest. Ich muss mal gucken, wo ich das rauskriege. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher gerade im Moment. Aber das sollte eigentlich alles funktionieren. Jetzt gucken wir mal, wo das Zeug steht, der ganze Rotz. So, und da ich ja hier viel vorne gemacht habe. Ach nee, warte mal, ich habe doch Gülle bei mir oben. Ich kann doch Gülle abdingsen. Abpumpen bei mir. Die sollte auch für das kleine Feld reichen. So, jetzt gucken wir mal, wo denn sein Zeug steht. Schimmel, oh, es ist nass. Das ist ja grauenvoll. Oh, ich hätte ja hinterfahren können. Hier steht die Tür auf. Oh, mal ein bisschen hier unter das Dach. Müssen wir gucken. Hier steht das, aber wo steht das Fass? Fahren wir mal rüber zur BGA. Vielleicht steht ja das Fass dort. Ja, ich glaube, hier steht das ganze Zeug rum. Ja, genau, hier steht's. So, mal gucken, ob da hier der Schlüssel. Ich muss eins sagen, da hat der Schlüssel immer irgendwo versteckt am Traktor. Nee, warte mal, das ist ja Quatsch gewesen, was ich jetzt gerade mache. Mir reicht doch das Güllefass hier. So. Und das und zack und so, genau. Perfekto, so, dann fahren wir doch das Ding mal auf zu mir. Hier sind sogar noch Gärreste drinne.
würde ich sagen, die tun wir die erst mal eingrubbern. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht so viel, ich muss mal sehen. Die Drohne habe ich mit, sodass wir uns einmal von oben wieder angucken können. Ja, der Obstmanfred hier, hallo. Ja, hallo, der Thomas. Moin. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, dass der Mais jetzt im Silo, also im Schweinestall ist. Das ist sehr lieb von dir, ich danke dir sehr. Jo, bitte. Jo, danke. Ciao. Ciao. Ach, seht ihr, ich muss noch die Rechnung schreiben. Gleich mal Rechnung schreiben, so mal sehen, wie das auch geht. So, wollen wir mal gucken. Landhandel. Das ist, So, gut. Das ist natürlich eine Maschine hier, das sage ich euch mal, wie es ist. Richtig Spaß macht die nicht. Bisschen mit die Seiten hier. Da muss man sich ja konzentrieren hier, wie eine Sau. So. Och.
das sinnlos, Leute. Naja, das läuft schon. Das wird schön, das wird schön. Ich sag mal, die Drohne, die macht eigentlich einen ganz guten Job, oder? Lenkt hinten mit, hä? Ja, das ist natürlich schon eine ganz schöne Fitzelarbeit. Vor allem auf dem Feld hier. So. Gut, aber das ist auf alle Fälle auch schon mal gut, dass wir das hier machen können. Denn sonst wird hier nichts passieren, meine Lieben. Da geht's hier Bach Nummer mit der ganzen Schweinerei. Schön sachte, mein kleiner Willi hier. Ach, heute haben wir eine Technik da, die habt ihr noch nie gesehen, glaube ich. Also für mir zumindest nicht. Das ist eine richtig graffe Technik hier. Wir müssen auf alle Fälle dann die Schweinegille müssen wir rein lassen hier ins müsste doch eigentlich ganz gut aussehen.
Uli? Ja? Bist du schon wieder auf der Wiese? Oh, scheiße, nee. Das hab ich vergessen. Also, nee. Nee, ich bin dabei. Das war jetzt eine kleine Finte. Ah ja. Also, weil wir machen, nee, dass der alter Mann ein Herzinfarkt hier. Ach komm. Hä? So alt bist du noch nicht. Komm erstmal mein Alter. Ja, da will ich doch nicht hin. Ist manchmal auch besser so. Ja, das glaube ich auch. Ja, was ist denn? Also ich bin hier am Wenden immer noch. Schon wieder. Ja, immer. Ja. Ja. Ja, was hast du denn auf dem Herzen? Nee, ich würde mich mal freuen, ob du schon wieder, weil es hat ja aufgehört mit Regnen. Ja, bin wieder da. Ja, das ist fein. Ich fahr gerade Gülle. Mhm. Ja, ich stück gerade hier. Ich glaube, von Oskar habe ich das Fass hochgeholt. Ja. Und da knalle ich gerade meine Schweinegülle mal aus. Ist frisch. Ja, muss ja. Das eine Feld muss jetzt auf alle Fälle im November noch fertig werden. Da ach so? Ja, das ansehen? Ja, da muss ja Weizen musst du noch drauf. Ja. Alles andere ist auch schon mal nicht so schlimm. Da kann ich einmal schnell... kann ich dann auch im Frühjahr noch machen, weißt du? Ja. Das mache ich dann alles nach und nach. Aber hier jetzt muss dringendst... Dings drauf. Weißt du? Gille, Weizen. Also, Weizen muss drauf. Weizen. Na dann. Ja. So ist das. Ja, und sonst alles in Ordnung oder was? Ja. Alles unverändert. Ja, klingt ja nicht so. Ja, wisst ihr ja mit meiner Enkelin. Ja, weiß ich eigentlich nicht richtig. Ne, wir haben uns ja eigentlich noch mal ohne Handy gesehen. Ach, du hast mir wohl einen Anhänger hergestellt? Ja. Das ist sehr lieb hatte von dir. Hatte ja Zeit, wo es geregnet hat. Das ist sehr lieb von dir. Was hätte ich denn sonst machen sollen im Regen? Tanzen. Ich sage immer gut, steht zwar ein bisschen im Weg, aber... Du, das Wett-T-Shirt-Contest, das will keiner sehen bei mir. Meinst du? Sicher. Bin ich mir ganz, ganz sicher. So, einen Schlauch hier mal machen an die Scheiße. So, ich habe jetzt auch mal meine Herbstsachen rausgeholt, ne? Ja. Ja, gar nicht frisches in meiner Farbe dabei. Ich mag den Herbst ja gar nicht so. Nee? Nee. Oh, ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Oh, ich renn rum wie so, keine Ahnung. Wie jemand, der keine Ahnung von Klamotten hat. Warum? Eine rote Hose und eine braune Hemde. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber ich habe mir gedacht, scheiß drauf. Sieht keine Sau, es interessiert auch keine Sau. Scheiß drauf, Herbst ist nur einmal im Jahr, oder was? Nee, scheiß drauf, es interessiert keinen, wie man hier arbeitet. Nee, das stimmt allerdings. Ja. Gibt da sowieso niemand hin. Genau. Bei mir guckt sowieso keiner mehr hin. Das interessiert keinen mehr. Meinst du? Ja. Außer vielleicht welche, die Hoffnung haben, dass sie ein Erbe kriegen, ein großes. Aber das sind sie sehr hoffnungslos, he? Ja. Was sowas von. Oh ja, nicht immer Weg. Naja. Na gut, das hätte ich mal sagen. Wir haben es für heute schon geschafft wieder, hä? Ach so? Und klar. Was hast du geschafft? Ich denke, du hast noch ganz viel zu tun. Ja. Mach doch meinen Formflock hier. Ach so, hast deine Folge fertig, oder was? Natürlich.
Ach so. Aus dem Grund würde ich nämlich mal sagen, ihr lasst mal Däumchen da und kommt beim nächsten Mal wieder. Getraut euch ja nicht, hier wegzubleiben. Sonst komme ich mit dem Nudelholz, ich verspreche es euch. Genau. So, und dann würde ich sagen, ihr könnt da gerne mal ein kleines Abo-Lein da lassen. Übrigens, vielen Dank für die ganzen Abos jetzt in letzter Zeit. Das bringt uns dem Partner bei Giants ganz schön nahe mittlerweile. So, also meine Lieben, bis dahin, macht's immer gut, he? Euer Obstmann Fred und Kohli. Tschüssi und ciao. Tschüss.